Ich bin Sarin. Ich wohne in Phnom Penh und ich bin ein Tuk-Tuk-Fahrer. Ich kann Deutsch sprechen. Jeden Tag habe ich in Phnom Penh besuchen Kunden. Manchmal habe ich deutsche Leute gefunden oder Österreich, dass jemand Deutsch spricht. Aber ich kann auch ein bisschen Englisch sprechen. So, heute habe ich mit zwei Deutschen gefunden. Ja. Und dann können wir zusammen Stadttour machen. Wohin fahren wir, sagen? So, wir können nach Killingfield zum Beispiel, Genocide Museum, die Gefängnis von den Roten Khmer, Konik Palace, Wat Nong Tempel, Song Drama oder manchmal da draußen Phnom Penh, zum Beispiel Tonle Pati Tempel, Silk Island und so weiter. Okay, dann geht's jetzt los. Ja, alles klar. Und das ist die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer von Sarin, unserem Tuk-Tuk-Driver. Wer Sarin buchen möchte, hier noch einmal die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Jetzt kurz vor den Killing Fields. Ja. Was ist Killing Fields? Killing Fields ist ein Platz, der Rote Khmer bringt jemanden von dem Gefängnis hierher zu Totensheim. Ja. Ungefähr 15.000 oder 16.000 Leute gestorben sind hier. Junge, Kinder, Frauen, das hier sind. Aber vorher hier kriegt keine Häuser, nur Reisfeld. Und ruhiger Platz und auch stinkt, nachdem dem Krieg fertig ist. Ja. Hier. Und kann jemand hier wohnen, ja. Vor 15 Jahren. Was spricht ihr? Speaking Deutsch? Deutsch? Ja, speaking Deutsch. Ja, sorry, ja. Ja, aber er spricht ganz gut Englisch. Ah. Ja, perfekt. Englisch. Ja. You are here, owner from this restaurant? Ja, der Chef von hier. Hier, also wenn ihr in ein Restaurant mal wollt, hier näher der Killing Fields, which is name of restaurant? Snalai Café. Snalai Café. Das ist der Inhaber und hier gibt es gute Getränke und gutes Essen. Now we are at Killing Fields in Phnom Penh.
Kambodschanische Hochzeit wird vorbereitet. Wir fahren erstmal durchs Zelt. Es wird gebaut in 1963 ungefähr und vorher nur für die Ausländer wohnen. Aber nach dem Krieg kein Platz und dann kommen wir hierher zu wohnen. Wie viele Familien wohnen da jetzt drin? Ungefähr 400-500 Familien. Ja. Und wie viele Leute insgesamt? Ja. Mehr denn. Ich glaube 1000 Leute sind. Ja? Ja. Da wollen wir uns das Gebäude mal angucken. Das sieht nicht nur scheiße aus, es stinkt auch von der Straße aus, ganz fürchterlich. Wow! So, hier ist die Regierung. Ja, die linke Seite. Schönes Gebäude, ne? Ja, und die rechte Seite ist genau, Leute. Genau daneben ist dann der Prachtbau. King Palace Phnom Penh, Cambodia. Thank you.
Ja, hat die Box gekauft. Ah, das ist das Teil, wo ich fahre, den drehen, den Fahrtraum, den drehen, den Fahrtraum, den drehen, Museum Aufbau in 1929, das Landteil. Haarschneiden in Phnom Penh, direkt an der Straße. Ein Friseursalon neben dem anderen. Hier sind dann die Moped-Reparaturwerkstätten. Blick auf den Markt. Das ist ein Kuh oder ein Vogel. Das ist die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer von Sarin, unserem Tuk-Tuk-Driver. Wer Sarin buchen möchte, hier noch einmal die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer.